Herzlich willkommen bei SolidCAM, Professor. Dieses ist der erste Teil aus unserer Serie iMachining optimal nutzen. Zunächst ein Überblick der verschiedenen Werkzeugbahntypen, die in iMachining verwendet werden. In iMachining werden im Prinzip drei verschiedene Arten von Werkzeugbahntypen erzeugt. Nummer 1, eine externe Morphing-Spirale, die das Material von außen nach innen bearbeitet. Sie sehen hier solch eine externe Morphing-Spirale, die von iMachining verwendet wird, wenn zum Beispiel eine offene Tasche von außen nach innen bearbeitet wird. Zweitens dann eine Morphing-Spirale, die von innen nach außen das Material bearbeitet. Eine typische Taschenbearbeitung. Zum Eintauchen wird entweder eine Helixbahn verwendet oder man nutzt eine Startbohrung. Die dritte Werkzeugbahn, die von iMachining verwendet wird, ist die trocheale Werkzeugbahn, die bei offenen Taschen oder der Kanalbearbeitung erzeugt wird. In diesem ersten Beispiel wird gezeigt, wie Sie mit iMachining eine offene Fläche oder eine Tasche mit Bahnen von außen mit iMachining optimal bearbeiten. Hierfür öffne ich den zuvor vorbereiteten Job. Wir arbeiten hier mit iMachining Rough und haben eine Geometrie festgelegt. Die Geometrie ist die komplette Außenkante dieses Bauteils und sie wurde offen gestaltet. Als Werkzeug dient mir ein Schaftfräser mit dem Durchmesser 6. In den Daten für die iMachining-Bearbeitung arbeite ich mit einem Material C45 und das Werkzeugmaterial wurde auf Hartmetall mit einem Schraubenwinkel von 45 Grad eingestellt. Und wir arbeiten hier mit einem Dreischneider. In der Registerkarte Ebenen wurde die Taschentiefe auf 10 mm eingestellt. Und in der Registerkarte Technologieassistent sehen wir, dass der Bearbeitungslevel auf Level 3 eingeschaltet wurde. Darüber hinaus arbeiten wir mit einer automatischen Z-Zustellung von einer Zustellung 10 mm mit einem Wert ACP, dieses ist der axiale Kontaktpunkt des Fräsers, von 1,6. In der Registerkarte Technologie haben wir dann die Möglichkeit, die Effizienz der Morphing-Spiralen einzustellen. Eine regelmäßige Spirale ist eine Bahn, die vom Zentrumspunkt kreisförmig mit einem regelmäßig einsteigenden Radius nach außen verläuft. Mit einer solchen Spirale können nur Bereiche bearbeitet werden, die kreisförmig oder nahezu kreisförmig sind. Die iMachining Morphing Spirale hat vom Zentrum ausgehend unterschiedliche Abstände in verschiedenen Richtungen. Sie kann deshalb viele Formen annehmen. Diese Eigenschaft ermöglicht es iMachining auch unregelmäßige Formen mit einer kontinuierlichen Spiralbahn zu bearbeiten. Die Effizienz dieser Morphing-Spiralen können Sie nun hier einstellen. Mit Effizienz 1 wird von iMachining eine maximale spirale Morphingbahn erzeugt. Schauen wir uns ganz kurz mit Effizienz 1 diese Spiralbahn an, mit der Ansicht von oben. Wir sehen, zunächst werden die Ecken bearbeitet und dann wird mit einer externen Morphing-Spirale die komplette Fläche bearbeitet. Zoomen wir etwas näher ran, werden wir aber feststellen, dass die Abstände im rechten und linken Bereich
breitere seitlichere Zustellungen haben als die seitlichen Zustellungen im oberen und unteren Bereich. Dies liegt daran, dass unser Teil sehr viel breiter als höher ist. Es wird eine Morphing-Spirale erzeugt, die aber verschiedene Schnittbedingungen aufweist. Sie haben nun die Möglichkeit, mit der Effizienz diese Spirale zu steuern. Schauen wir uns ganz kurz noch die Simulationszeit dieser Effizienz 1 Morphing-Spirale an. Wir arbeiten hier mit einer Gesamtzeit von 10 Minuten und 9 Sekunden. Was geschieht nun, wenn die Effizienz der Morphing-Spiralen maximiert wird? Ich erzeuge zunächst eine exakte Kopie dieser iMachining-Operation und ändere die Effizienz der Morphing-Spirale auf den maximalen Wert 10. iMachining wird nun die Spirale neu erstellen und versuchen, eine eher gleichmäßige, kreisförmige Morphing-Spirale zu erzeugen. In der Simulation sieht man dann, in der Simulation von oben, dass zunächst der linke und rechte Bereich mit trochialen Werkzeugbahnen bearbeitet wird. Bis dann ein offener Bereich stehen bleibt, der nun mit einer fast kreisförmigen, effizienteren Spiralbahn bearbeitet wird. Sie sehen also, mit der maximalen Effizienz werden zunächst trochiale D-Bahnen erzeugt, die das Modell so weit vorbereiten, bis ein offener Taschenbereich praktisch stehen bleibt, der dann mit einer fast gleichmäßigen Spirale bearbeitet wird. Wir haben hier rechts und links fast den gleichen seitlichen Abstand wie oben und unten. In der vorherigen Simulation war dieser Abstand rechts, links noch wesentlich breiter als oben und unten, da hier mit der Effizienz 1 gearbeitet wurde. Mit einer höheren Effizienz wird dies komplett neu berechnet und die Simulationszeit dieser effizienteren Werkzeugbahn beträgt nun nur noch 5 Minuten und 20 Sekunden gegenüber 10 Minuten. Vielen Dank für Ihr Interesse an SolidCAM Professor. Ich hoffe, es hat Ihnen gut gefallen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.